Bonjour, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video beziehungsweise einem neuen App-Review. heute mal das Game Mad Skills Motocross 2. Ja, was ein ziemlich geiles Spiel ist. Es war gerade im Angebot, beziehungsweise, glaube ich, für eine Zeit lang gratis. Ob das jetzt immer noch gratis ist, bin ich mir nicht mehr so sicher. Spielprinzip ganz einfach. Du fährst, musst deinen Charakter eben halt bewegen, so dass du so gut wie möglich irgendwie aufkommst. Jetzt nicht zum Beispiel so, dass du dich hinpackst oder so, sondern dass du so gut wie möglich fährst und die Huckel in einer filigranen Zahl beziehungsweise in einer filigranen, ja, also dass du die gut triffst und eben halt dadurch Zeit gewinnst. Das ist eben halt das Thema, was du da machen musst. So, wir spielen einfach mal Level 1. Mit dem blauen Button hier gibt man Gas, mit den seitlichen hier natürlich, also rechts, die Pfeile bewegt man sich. Ich glaube, man kann es auch einstellen, dass er sich neigt oder so. Und der rote ist natürlich zum Bremsen da. Das Spiel ist wirklich ziemlich gut gemacht, finde ich persönlich, denn hinten der Hintergrund bewegt sich, also ganz hinten, der bewegt sich, glaube ich, nicht. Nur so ein bisschen immer, wie man gerade fährt und so. Dann gibt es da noch einen, der so ein bisschen den Wald zeigt. Und dann noch einen, der Vordergrund. Und dann noch die Straße. Was ich ziemlich genial finde. Dadurch wirkt das ein bisschen mehr 3D-mäßiger und alles. Das sieht ziemlich episch aus. So wie die Straßen und die Schatten auch richtig geil gemacht. Vor allen Dingen, dass man sehen kann, wo denn der Charakter gerade hinfährt. Sieht man auch noch, wie viel Meter das denn sind. Finde ich sehr geil gemacht. Was das hier oben ist, wenn, ach so, da fängt das ganze Ding nochmal von vorne an, okay. Glaube ich zumindest. Ja, gut. Auf jeden Fall ziemlich geil gemacht. Gefällt mir sehr gut. Und wird natürlich auch mit der Zeit schwieriger. Das Spiel ist natürlich so ein bisschen kopiert von Trails. Extreme oder so hieß es, glaube ich. Das war so eins der ersten Spiele, die ich früher überhaupt hatte, die wirklich so mit diesem Spieleprinzip funktioniert haben. Man kann auch twittern, also seinen Rekord twittern kann man. Hab schon oft, also öfter mal meinen Rekord getwittert. Unten in der Beschreibung ist der Link zum Spiel, die Beschreibung und natürlich auch die Links zu meinen Social Media, also Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, was auch immer. Steam und natürlich Game Center und alles Mögliche ist alles unten verlinkt. Auf jeden Fall. Geiles Spiel und falls ihr noch ein Part haben wollt davon, sagt Bescheid, sagt in den Kommentaren oder sagt mir über PN, wie ihr auch immer das mir irgendwie sagt, dann sagt mir einfach Bescheid. Bei YouTube natürlich die Kommentarbox ist natürlich auch dafür da, um irgendwie mal mitzureden, eine Frage zu stellen oder zu sagen, ja, du, können wir mal zusammen spielen oder können wir noch ein Part haben oder wie ihr es gerne hättet. Man kann natürlich auch sein Bike aufwerten, was cool aussieht, dadurch, also was cool aussieht, gefällt mir hier dass man, also dass die Räder rollen, ne? Also sehr aufwendiges Spiel, was hier gemacht wurde, sehr, sehr cool. Zu Liebe Detail wollte ich gerade sagen, aber ach egal. Man kann hier sein Bike umfärben, wie man es gerne hätte, seinen Charakter umfärben, dann natürlich gute Farben nehmen. Aber es geht natürlich alles nur, wenn man Geld dafür ausgibt. Finde ich eigentlich in Ordnung, weil das Spiel ist, soweit ich weiß, gratis. Aber ja, alles natürlich ist so ein bisschen blöd, dass man dafür Geld bezahlen muss. Sehr viel. Hier sieht man es immer hier 5 Euro. Aber das Spiel wurde auch wirklich krass gemacht. Also es ist ziemlich gute Animation drin. Ziemlich gute Grafik, also kann man echt nicht anders sagen. Das ist sehr, sehr geil gemacht. In den Einstellungen kann man auch noch viel einstellen. So eine Raketendinger sind auch richtig cool hier, diese Dinger. Hier kann man eben halt auch das Neigen machen, was ich gesagt habe, aber ich finde am besten eben halt hier diese Dinger da. Man kann es auch verschieben, wie man es eben halt möchte. Also man hat sehr viel Möglichkeit, hier irgendwas zu verstellen. Und gibt ja auch verschiedene Levels bzw. Maps. Und natürlich auch, wer hätte es gedacht, Zeitdinger. Und die kann man auch online spielen. Das heißt, du spielst jetzt, oh GoPro, be a hero, oh geil.
Du spielst den Tag gegen echten Menschen, beziehungsweise deren Zeit, also ein Bot, der seine Zeit hat, von diesen Menschen, der das im Tat schon gespielt hat. So, wir haben bis jetzt einen guten Flug, beziehungsweise guten Run. Also man muss unbedingt aufpassen, dass man so gut wie möglich auf diese Schanzen raufkommt, dass man... Dazu muss ich ja natürlich online sein, hier Connect, habt ihr gesehen, go online. Ja, es ist cool gemacht, auf jeden Fall. Was gibt's noch zu sagen? Wir können mal ein neues Level nehmen, was schwieriger ist, wo ich noch nicht weitergekommen bin. Mal sehen, wie das ist. Werbung ist ja auch integriert, Motorsport, GoPro, meine Güte. Naja, von irgendwas muss ja das Spiel auch leben. Ich meine, da wurde so viel Zeug reingesteckt, das ist schon krass. Also ich will nicht wissen, wie schwer das war, das zu programmieren mit Xcode. Also ich habe schon meine Probleme, da irgendwas zu programmieren mit Xcode, aber... Naja, so ein einfaches Spiel wie Flappy Bird, sag ich mal, kann man dann schon leicht nachmachen bzw. umprogrammieren. Ist dann nicht so schwer. Aber hier bei so einem Spiel will ich nicht wissen, wie viel Animationskram reingemacht wurde, wie viel Schrift reingemacht wurde, wie viel Skins, Map-Design und alles reingemacht wurde und dann noch die Programmierung für die Steuerung und alles. Dies, das. Krasse Arbeit, Respekt dafür. Also das hat sicherlich schon seine, seine Monate, vielleicht sogar Jahr gedauert, das so hinzubekommen, wie es jetzt ist. Flappy Birds, beziehungsweise so einen kleinen Nachfolger oder wie auch immer, einer, der so ungefähr gleich aufgebaut ist, dauert dann schon so 2 Wochen ungefähr, den so hinzubekommen. Das ist schon eine lange Zeit für so eine kleine App, aber hierfür will ich nicht wissen, wie lange das gedauert hat. Also echt Respekt. Ob ich das Spiel jetzt in die App-Review Dings reinmache, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch nur zu Let's Watch oder so. Aber ich glaube mal, das sollte wirklich ein App-Review sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich nenne es trotzdem Let's Play. Also ohne Let's Play, das ist dann so in der Klammer drin, LP für Let's Play. Und ja, ich denke mal, fast 8 Minuten werden wohl reichen für das Spiel. Das Spiel ist gerade mal in Version 1.6, also das heißt ein sehr frisches neues Spiel und dafür wirklich extrem gut gemacht. Wie man sehen kann, wenn ich das Handy schüttel, dann bewegt sich das Zeichen da oben. Ja, was gibt's noch? Einen Shop haben wir hier, habe ich ja schon mal gezeigt. Das Spiel ist natürlich jetzt noch nicht voll optimiert, sage ich mal. Es ist gerade mal Version 1.0.6 und also kann da ein paar Komplikationen bzw. Abstürze oder was auch immer, falls bei euch sowas ist, dann schreibt es den oder wie auch immer. Kann alles möglich sein. Aber auf jeden Fall das Spiel, Link ist in der Beschreibung gesagt. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat oder das App-Review. Würde mich sehr freuen über einen Kommentar oder was auch immer. Wenn ihr noch ein Video davon wollt, sagt Bescheid. Und danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute, danke. Ciao. Tolle Abmoderation, egal. Beste Abmoderation ever. Ja, haut da rein. Bis dann. Ciao.